Erteile ich das Wort dem Abgeordneten Tino Chrupalla, AfD. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, zur letzten regulären Plenardebatte des 19. Deutschen Bundestages wird es Zeit, Bilanz zu ziehen. Und ich beginne den Rückblick mit einer Besonderheit in der deutschen Zeitgeschichte. Nur 4 Jahre nach ihrer Gründung zog im Jahr 2017 die erste in der neuen Bundesrepublik Deutschland entstandene Partei in den Deutschen Bundestag ein. Seit nunmehr ebenso 4 Jahren begleiten wir als Alternative für Deutschland die Geschicke und Missgeschicke der Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und, meine Damen und Herren, das wurde auch höchste Zeit. Wie nun sieht Deutschland nach 16 Jahren CDU, CSU bzw. 12 Jahren Große Koalition mit der SPD aus? Was waren die Eck- und Ankerpunkte Ihrer Politik, werte Mitglieder, auf der Regierungsbank? Und wenn ich mir unser Land und unsere Bürger ansehe, dürfen wir uns bei Ihnen für eine lähmende, einfallslose Politik sowie die Spaltung und den Vertrauensverlust in der Bevölkerung bedanken. Ihnen wurde ein Land mit relativ guten Gestaltungsmöglichkeiten übergeben. Sie haben sich entschieden, die Kernelemente unseres gesellschaftlichen Wohlstandes auf dem Jahrmarkt der Politik zu verkaufen. Ihre Politik, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, war geprägt von Angst und Wendemanövern oder sollte ich vielleicht Kipppunkte sagen. Beispielsweise die abrupte Abwendung von der sicheren Energieversorgung mit dem Kernkraftunfall in Fukushima im März 2011. Seitdem wird die saubere Form der Energieerzeugung durch Kernreaktoren als Schreckgespenst präsentiert. Und das Ganze gipfelt in einer Form der Energiewende, die bald weitere Regionen Deutschlands in die Armut treiben wird, so zum Beispiel meine Lausitzer Heimat. Und Frau Bundeskanzlerin, Sie sprachen hier von einem gesellschaftlichen Konsens in dieser Region. Auch Herr Laschet hat das immer wieder betont. Sie haben hier Lobbyvereinigungen angesprochen, grüne Vereinigungen, Umweltorganisationen. Aber es ist typisch für Ihre Politik, wem Sie dabei vergessen haben. Und das sind die Menschen vor Ort. Die waren in diesem Konsens eben nicht beteiligt. Die Menschen vor Ort, die kleinen mittelständischen Betriebe, die Handwerker, wollen diesen Ausstieg eben nicht. Sie können jetzt schon kaum noch die Strompreise bezahlen. Und Sie werden dafür am 26.09., Herr Laschet, Ihre Quittung bekommen. Sie werden die Seiten nicht wechseln, genau aus diesen Gründen. Und Frau Baerbock, wer einen Kohleausstieg schon 2030 fordert, agiert asozial. Das ist asoziale Politik, was Sie fordern. Und einer vollkommenen Fehleinschätzung unterliegen, glauben Sie, dass die Abschaltung deutscher Braunkohlekraftwerke auf modernster Entwicklungsstufe den CO2-Anteil in der Atmosphäre reduzieren würde. Und genau diese Fehlentscheidung wird den zukünftigen Generationen noch schwer zu schaffen machen. Meine Damen und Herren, ich trete persönlich dafür ein, dass wir in unserer Politik Angebote für die jüngeren Generationen schaffen. Sie sollen schließlich dieses Land mit einer intakten Natur selbst erfolgreich weiterführen. Allerdings sollten wir dabei auch die Erfahrungs- und das Erfahrungswissen mit einfließen lassen der älteren Generation. Und es reicht eben nicht aus, dass man sich in den sozialen Medien mit protestierenden Jugendlichen ablichten lässt. Man muss mit diesen eben eine Perspektive für die Zukunft verhandeln und darf sich nicht von stürmischen Ideen in eine politische und gesellschaftliche Sackgasse treiben lassen. Frau Bundeskanzlerin, Ihr Verdienst in nur 16 Jahren ist es, dass Sie, Ihre Garanten für die Zukunft unseres Landes, die jungen Generationen, ideell immer weiter von Deutschland entfernt haben. Anstelle sich mit der Heimat zu identifizieren, sollen nun neue Ideologien wie der Klimawandel dafür herhalten, unsere Gesellschaft zu begründen. Und anstelle einmal zu fragen, ob die Bürger die andauernde Veränderung verstehen und vor allem, ob sie diese überhaupt möchten, pressen Sie uns mehr als ein Jahrzehnt die Zustimmung zu neuen Moralideologien ab, mischen sich in die Innenpolitik oder sogar in die Autonomie souveräner Länder ein und verkaufen es als Sicherung des Weltfriedens
und Verbreitung der Demokratie. Und das Ganze präsentieren Sie unseren Bürgern unter dem Schlagwort der Humanität. Doch wie human ist es, wenn Sie mit einer absurden Einwanderungspolitik sowohl die Sicherheit und den Frieden in Deutschland aufs Spiel setzen und zudem die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa? Und wie human ist es, den wirklichen Asylbedürftigen, Verfolgten oder bereits nach Deutschland Migrierten gegenüber, wenn Ihre Politik die Tore für teilweise bekannte Straftäter öffnet? Und was haben Sie generell im Angebot für all diese Leute außer Sozialleistungen zulasten der deutschen Einzahler? Weder werden wir so unseren Fachkräftemangel beheben, noch können wir diesen Menschen eine Heimat fernab ihres Kulturraums bieten. Das ganze Kartenhaus positiver Migrationspolitik lässt sich wohl kaum länger aufrechterhalten. Sie und Ihre Mitstreiter der wechselnden Regierung haben Deutschland und uns Deutschen mindestens einen Bärendienst damit erwiesen. Und Ihr Schwarz-Weiß-Denken der vergangenen Jahre hat den Weg für die Spaltung unserer Gesellschaft während der Lockdown-Krise geebnet. Wer nicht Gehorsam zeigt, zu viele Fragen stellt und von seinen Grundrechten Gebrauch macht, ist automatisch radikal, gegen die Gemeinschaft und mindestens rechts. Gewürzt mit dieser unbekömmlichen Ideologie-Eintopf noch mit einer Prise Wanderwitz. Und liebe Kollegen, kaum ein Beauftragter, Ihr Beauftragter für die neuen Bundesländer, Frau Bundeskanzlerin, hat sich jemals so abschätzig über die ihm Anvertrauten geäußert. Es ist ein unwürdiges und zutiefst beschämendes Verhalten. Und deshalb rufe ich alle Wähler auch in Sachsen auf: Wer in Sachsen CDU wählt, wählt Wanderwitz. Und im Ergebnis schreitet die Entkopplung des Volkes von der Politik, von dem demokratischen Parlamentarismus immer weiter fort. Und das liegt eindeutig, Herr Laschet, eindeutig in der Verantwortung der Regierenden. Die haben zur Spaltung in diesem Land beigetragen, meine Damen und Herren. Und das sind Sie und die Bundesregierung. Sie, werte Koalitionsparteien, sprechen nun regelmäßig vom Wechselwillen der Wählerschaft. Wechseln? Wohin eigentlich? Was haben Sie eigentlich im Angebot aktuell, Herr Laschet? Das war jetzt nichts Zukunftsträchtiges, was Sie hier vorgetragen haben. Sie haben keine Antworten mehr auf die Fragen unserer Zeit. Es geht nur ein weiter so. Eine vernünftige Vorgehensweise werden übergriffige Gesinnungsfragen zum Beispiel, wie nach dem Impfstatus, vorgezogen. Das Recht auf Privatheit ist auch dabei nur noch Nebensache. Und das sind zutiefst undemokratische Züge, die ein Staat aufweisen kann. Dagegen verwehren wir uns als AfD. Liebe Kollegen und Landsleute, nun kann ich diejenigen in Deutschland, die in dieser Situation resignieren, sehr gut verstehen. Allerdings weiß ich auch, dass es sich lohnt, für unsere Heimat, für Deutschland, für unser Grundgesetz und für unsere Bürger zu streiten. Und das treibt mich jeden Tag persönlich auch an. Und ich bin froh, dass es nach Jahren des politischen Stillstandes die Alternative für Deutschland gibt, die im Reichstag zu Berlin Plenarwoche für Plenarwoche genau den Finger in die Wunde legt. Den Einheitsbrei haben die Leute satt. Denn unser Plan für Europa der Zukunft heißt Deutschland. Unsere Zukunft hat nationale Wurzeln. Sie hingegen reden von Fortschritt und Veränderung, stellen jedoch kaum noch die Frage, wem nutzt es eigentlich? Wir haben genau das große Glück, in einem Land zu leben, das verlässliche Voraussetzungen für eine glückliche Zukunft bietet. Und das sind nämlich die Menschen. Die Menschen, die tagtäglich zur Wertschöpfung in Deutschland beigetragen haben und beitragen werden. Um diesen Wohlstand auch in Zukunft zu sichern, braucht es endlich in unserem Land auch einen Kassensturz. Wir müssen den ewigen Blick, und das habe ich heute permanent gehört, den ewigen Blick von der Einnahmenseite, wenn es immer ein paar kleine Stellschräubchen zu drehen gibt, die Einnahmenseite muss, die Steuern und die Abgaben erhöht werden. Wir müssen eben uns auch mal auf die Ausgabenseite konzentrieren. Die Verschuldung steigt ins Unermessliche und CDU, CSU und SPD machen hier Entlastungsversprechungen. Übrigens auch die FDP, die niemals einzuhalten sein werden. Bezahlen muss es am Ende immer der Bürger und der lässt sich nicht mehr täuschen. Meine Damen und Herren, wir von der Alternative für Deutschland wollen Politik für unser Land gestalten. Unsere Forderungen nach einem Untersuchungsausschuss Afghanistan stehen dabei ebenso ab kommenden Oktober im Mittelpunkt wie die nach einem Kassensturz, um eine ehrliche Reform des Renten- und Steuersystems zu ermöglichen.
Und um die Bürger wieder stärker zur Entscheidung des Staates zu beteiligen, braucht es in Deutschland viel mehr Elemente direkter Demokratie. Und weiter. Das Prinzip des Förderns und Forderns muss ebenso wieder Teil unseres Bewusstseins werden wie die, und liebe CDU-Fraktion, jetzt nicht zusammenzucken, deutschen Tugenden. Fleiß, Disziplin, Strebsamkeit. Diese müssen wir unseren Kindern in Schule und Ausbildung mitgeben, damit auch das Deutschland der Zukunft das Land der Dichter und Denker bleibt. Wir sprechen allen Menschen Mut zu, an diesem Politikwechsel mitzuwirken. Die lähmenden 16 Jahre sind nun endlich vorbei. Und werte Regierungskoalition, ich kann mir schon vorstellen, wie sich Ihre Redebeiträge, und wir haben es ja gehört, und auch die zukünftigen gestalten werden. Wenig Reflexion, aber dafür die übliche Portion mittelmäßiger Selbstbeweihräucherung. Sie haben es geschafft, sich wirklich selbst überflüssig zu machen, siehe die letzten Umfragen zur bevorstehenden Bundestagswahl. Und Sie hinterlassen Verunsicherheit, Unzufriedenheit, Angst. Und die einzige Hoffnung schöpfen viele Bürger nur noch aus der Hoffnung, dass das System Merkel ein Ende haben wird. Und Herr Laschet, das ist der einzige positive Punkt, den ich bei Frau Merkel sehe. Ich bin froh, dass Frau Merkel endlich abtritt. Und den Kollegen aller Fraktionen hier im 19. Deutschen Bundestag möchte ich zum Ende zurufen. Die Alternative für Deutschland ist die einzige Partei im Parlament, die deutsche und nationale Interessen konstruktiv vertritt. Und wir stehen für eine offene, transparente und zielorientierte Politik für Deutschland und für unsere Bürger. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich will darauf hinweisen, dass der Kollege Bundestagspräsident Schäuble die Großzügigkeit vorgegeben hat, die ich jetzt auch weiter gewähren werde. Der nächste Redner ist der Kollege Carsten Schneider, SPD.